Hallo, ich möchte euch heute die Website Snipply vorstellen, also snip.li, mit der ihr die Möglichkeit habt, eure langen Facebook-Links, die ihr postet, in kurze Snipply-Links umzuwandeln und gleichzeitig noch immer bei jedem Klick eure eigene Website mitschicken könnt, sozusagen, beziehungsweise eine Werbung dafür, und so euer eigenes Business bei jedem Klick ins Spiel bringt und dadurch eure Sichtbarkeit enorm erhöht. Ich will euch gerade mal zeigen, wie das hier funktioniert. Wenn ihr bei Snipply euch anmeldet, wird euch diese Seite angezeigt, das sogenannte Dashboard, mit Statistiken. Wenn ihr jetzt schon Snips erstellt habt, würde hier angezeigt werden, wie oft haben die Leute eure Sachen geklickt und so weiter. Und um das Ganze zu demonstrieren, nehme ich jetzt hier mal die Vegan Freeletics Seite von Christian Wenzel, kopiere mir einfach den Link raus, der ja relativ lang ist, und kann den eben hier oben bei Enter URL eingeben, klicke dann auf Create Snip. Und dann macht mir Snipply, poppt hier auf mit so einem Fenster, wo ich direkt noch ein paar Änderungen vornehmen kann, wie das Ganze angezeigt wird. Zum Beispiel kann ich das hier eben einfach als Link anzeigen lassen oder als Button. Und Snipply sorgt zum Beispiel dafür, dass wenn jetzt jemand auf diese Vegan Freeletics Seite klickt, beziehungsweise auf euren Link, kommt er auf die Vegan Freeletics Seite, aber euer eigenes Business wird hier unten weiterhin angezeigt. Also ihr verliert nicht die User, die auf euren Link klicken, weil sie jetzt auf einer anderen Webseite surfen, sondern sie haben immer unten diese Meldung. Das Ganze könnt ihr dann noch, ja, wie ihr wollt, einstellen, eure eigene Nachricht eingeben. Zum Beispiel gebe ich jetzt hier einfach mal ein, folgt meinem Business-Programm, und für den Button, weil das ja deutsche User sind, gebe ich mal klickt hier ein. Außerdem habt ihr noch die Möglichkeit, das Aussehen dieses Links zu verändern. Zum Beispiel möchte ich, dass das über die volle Breite geht, also wähle ich hier diese volle Breite Option. Ich könnte natürlich jetzt auch noch die Farben in der Pro-Version ändern, aber das reicht mir erstmal und das sollte auch euch eigentlich fürs erste Mal genügen. Genau, und bei der Button-URL würdet ihr jetzt eure eigene Webseite eingeben. Ich habe jetzt gerade keine Website, aber ich gebe jetzt einfach mal als Beispiel Google ein, auf die ich verlinken würde, praktisch wenn man dann hier auf meinen Programm-Button klickt. Danach klicke ich einfach auf Create. Und damit ist eigentlich schon alles erledigt. Jetzt kann ich mir diesen Link hier rauskopieren. Und wenn ich den jetzt im Browser eingebe, werde ich auf die Freeletics-Seite von Christian Wenzel kommen. Einen kurzen Moment. Genau, da sind wir. Aber trotzdem, wie man sieht, habe ich hier mein eigenes Business unten verlinkt. Mit meinem Namen und meinem Text, den ich mir ausgedacht habe, und wenn ich jetzt hier auf da drauf klicken würde, komme ich eben jetzt auf Google, weil ich das eingetippt habe, aber wenn ihr da eure Webseite verlinkt, kommen die User praktisch wieder zurück auf euch, auf eure Webseite. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen weitergeholfen. Bei Snipply könnt ihr auch immer eure Snips, ich habe jetzt bisher erst einen erstellt gerade, verfolgen, wie oft haben die User auf eure Werbung dann unten wieder geklickt. Wie viele Leute haben da überhaupt drauf geklickt, all das könnt ihr hier dann einsehen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, hier über Links euch über, wenn ihr Google Chrome nutzt, den Browser, ein Plugin runterzuladen, was dann direkt im Browser ist, sodass ihr nicht immer auf die Seite gehen müsst, um eure Links kürzer zu machen, sondern ihr habt dann direkt im Browser die Möglichkeit, einfach den Button zu drücken, und Snipply macht euch sofort einen Link mit euren Standardeinstellungen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Und falls ihr Fragen habt oder so, einfach in die Kommentare unten schreiben, und dann helfen wir euch gerne weiter.